Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Dirk Hellmann. Wie ist das für dich als Trainer jetzt, noch nicht auf sportlich bezogen, sondern als Trainer diese Resonanz zu spüren, als Trainer Aussagen machen zu müssen, nicht mehr als Spieler sich irgendwie zu präsentieren? Das ist schon was anderes. Also vor allen Dingen, was Pressearbeit angeht, war ich ja nicht ganz unbeleckt bei der ganzen Geschichte. Da wusste ich ja von der anderen Seite, wie man Fragen stellt. Insofern hat mich das jetzt nicht umgehauen in einer Art und Weise. Aber es ist natürlich schon was anderes, weniger über Sportliche zu reden, sondern um alles, was drumherum entsteht. Und das ist natürlich bombastisch, ja. Kannst du jetzt verstehen, dass einige Trainerkollegen dann genervt waren von den Fragen, wenn du sie als Journalist gestellt hast? bislang noch nicht. Also bislang noch nicht. Mal sehen, ob das heute im Interview der Fall wird. Ich hoffe nicht. Kommen wir aufs Sportliche. Ihr habt jetzt seit mitten in der Vorbereitung, habt jetzt die letzten beiden Vorbereitungsspiele gewonnen. Wie lautet so dein Zwischenfazit? Die Jungs ziehen super mit. Das ist der erste Punkt. Wir haben eine echt gute Trainingsbeteiligung. Das ist mit Sicherheit für ein Kreisklassenteam auch nicht alltäglich. Und da ist sehr, sehr viel Feuer drin. Das hat, glaube ich, wenig vom Tempo her, vom Einsatzwillen her, wenig mit Kreisklasse zu tun. Aber genau das wollten wir ja auch. Deshalb haben wir auch viele erfahrene und höherklassige Spieler dabei gehabt. Und von den Spielen her muss ich sagen, war es schon so, dass wir klar gemerkt haben in den ersten Spielen, ja, Fußball ist ein Mannschaftssport. Das dauert seine Zeit, um gewisse Ideen zu entwickeln, um der Mannschaft ja so eine einheitliche Sprache beizubringen. Und das wird jetzt von Einheit zu Einheit besser und das macht wirklich Spaß. Und marschiert er mit dieser Marschroute gleich durch die Liga, also gleich an die Liga hoch? Das ist natürlich unser Ziel. Ohne Wenn und Aber, da müssen wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, nee, wir wollen erstmal in der Liga ankommen, wir wollen aufsteigen. Und du hast die Leidenschaft drumherum angesprochen, von den Anhängern, von den Fans, das wollen wir auch in jedem Spiel zeigen. Wenn wir diese Leidenschaft auf den Acker bringen, mit unserer Qualität noch, dann wird da kein Weg an uns vorbeiführen. Und nächstes Jahr, ihr denkt ja wahrscheinlich schon weiter, ihr denkt ja nicht nur in Schritten von einer Saison. Drumherum wird sicherlich noch weitergedacht. Ich als Trainer weiß dann natürlich auch, dass wir erstmal von Spiel zu Spiel hört sich jetzt vielleicht ein bisschen 3 Euro ins Phrasenschwein. Genau, da zahle ich der Truppe dann gleich, gibt es eine Kiste Bier für. Wir konzentrieren uns voll auf diese Saison. So, und die geht jetzt gegen Westeimsbüttel im Pokal los. Und da werden wir alles reinwerfen, dass wir die nächste Runde erreichen. Helle, als du dich entschieden hast, Trainer zu werden, was hat denn eigentlich deine Freundin dazu gesagt? Oh, die kannte das ja schon von der eigenen aktiven Karriere. So hat sie mich kennengelernt. So hat sie mich lieben gelernt. Ja, das ist natürlich schon in der Vorbereitungszeit viel Belastung. Da macht sie viel mit. Da muss ich mich bedanken bei ihr. Dass sie da so, mich trotzdem mit Essen abends nochmal empfängt. Mir da auch ein gutes Gefühl gibt, dass ich da die richtige Wahl getroffen habe. Wie lange macht sie das jetzt schon mit dir alles? Boah, 7 Jahre. Gut, wenn du sagst, dass sie alles so mitmacht, wäre es nicht mal Zeit dann für einen Heiratsantrag? Ja, jetzt willst du mich aus der Reserve locken. Ja, gute Idee, ich nehme das mal mit auf. Lass mir das mal durch den Kopf gehen. Ihr könnt ja mal darüber sprechen. Ja, genau, sehr gut. Verbringst du dann auch die meiste Zeit, die du nicht beim Fußball bist, dann mit deiner Freundin oder machst du noch was anderes? Fährst du Snowboard bei dem Wetter, wenn es so warm ist, oder machst du noch andere Sachen? Skifahren wird dann zusammen gemacht, Urlaube wieder nach Mallorca, das andere Mallorca, ja. Weil Mallorca geht ja auch immer noch mal zum Junggesellenabschied oder mit der Mannschaft entsprechend. Und da geht es noch mal einmal entspannt hin jetzt, durchschnaufen und dann geht's ran an den Speck bei Falken. Wenn du, sag mal, für dich persönlich noch dir irgendeinen Wunsch erfüllen könntest, irgendwas, was dir in deinem Kopf schon lange rumspinnt, was wäre das? Es kann ein Date sein mit irgendeiner Schönheit. Wo wir gerade über mögliche Heirat geredet haben, genau. Date mit der Schönheit. Ach,
ich glaube für mich persönlich, das ist sogar sehr auf Fußball jetzt vielleicht sogar wieder bezogen. Ich hätte schon mal Lust, mal ein, zwei Wochen beim Profiverein mitzulaufen und da einfach mal zu sehen, wie dort die Trainer arbeiten, Hand in Hand. Ich will vielleicht nochmal auf die Truppe zurückkommen, wenn du jetzt überlegst, wer aus deiner Mannschaft am meisten saufen kann. Wo würdest du dich da einordnen? Wo ich mich da einordnen würde? Als Trainer muss man sich zurückhalten. Das habe ich mir echt im Vorfeld durch den Kopf gehen lassen. Da ist nicht mehr vorne an und gib ihm. Das war als Spieler sicherlich so. Das kann ich durchaus sagen. Jetzt wird das vielleicht mal ein bisschen stiller von hinten genossen, auch wenn das da vielleicht eher mal juckt. Ich habe jetzt auf, wir haben ja im Trainingslager nicht nur hart trainiert und gute Einheiten gehabt, sondern auch in Doren ein Zeltfest besucht. Klingt spannend. War spannend, war sehr spannend und war beeindruckend, die Jungs zu sehen, wie sie das gemeistert haben. Ja. Warst du stolz auf deine Jungs? Da war ich sogar sehr stolz auf meine Jungs. Und die Rückfahrt haben sie dann auch noch am Sonntagmorgen auch noch gleich weiter durchgezogen. Beeindruckt. Sehr gut, Herr. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich weiß, wir wissen alle, dass ihr Erfolg haben werdet. Euer Ziel ist klar strukturiert und ihr werdet das erreichen. Zum Abschluss natürlich nochmal ein Geschenk von uns. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß damit. Gerne. Vielen Dank. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.